Im Januar vergangenen Jahres greifen Hacker E-Mail-Konten der SPD an. Jetzt äußert sich Außenministerin Annalena Baerbock während ihres Australien-Besuchs dazu. Im vergangenen Jahr hat es einen schweren Cyberangriff auf Personen der Sozialdemokratischen Partei gegeben. Die Bundesregierung hat unter Federführung des Auswärtigen Amts zu diesem Vorfall jetzt das nationale Attribuierungsverfahren abgeschlossen. Wir können diesen Angriff vom letzten Jahr heute eindeutig der Gruppe APT28 zuordnen, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird. Mit anderen Worten, staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen. Das ist völlig inakzeptabel und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Welche Konsequenzen das sein könnten, sagt Baerbock nicht. In solchen Fällen ist es üblich, dass zunächst der Botschafter des verantwortlichen Landes ins Auswärtige Amt einbestellt wird, um offiziell zu protestieren. In ähnlichen Fällen hat es früher schon Sanktionen der Europäischen Union gegen Einzelpersonen oder Einrichtungen gegeben. Denkbar sind Reiseverbote oder das Einfrieren von Vermögenswerten.